Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Part Let's Play Harvest Moon Magic Melody, wieder mit dem Ecto und dem Matt. Ahoi! Okay, es sieht so aus heute. Matt hat ein paar Fragen vorbereitet und wir werden uns gegenseitig prüfen, Ecto und ich. Gegenseitig. Weil es den wunderschönen Vorschlag gab von wem auch immer, ich habe deinen Namen nicht gemerkt, das tut mir schrecklich leid. Wir werden ein Quiz veranstalten, damit wir noch ein bisschen was zum Reden haben. Und ich als Quizmaster werde heute folgendes Konzept aufsetzen. Ich habe hier viele, viele Fragen. Ich habe gar nicht durchgezählt, wie viele sind aufgestellt. Die Leute haben hier ein Zeitlimit. Manchmal gibt es Antwortvariationen. Also ihr habt die Option, eine Antwort zu wählen von vielen, die ich euch gebe. Aber ihr werdet unter schweren Zeitdruck geraten, weil Google ist euer Freund hier. Alter. Ich bin am Aufnehmen, ja. Also, generell. Da kam ich schnelles Internet. Generell, Ja, nee, also, Pat, bei dir weiß ich es ja, aber hier, wir haben hier den Ecto. Für jede richtige Frage gibt es einen Punkt. Und am Ende wissen wir, wer der Schlauste von den beiden ist, in den komischen Fragen, die ich rausgesucht habe. Dafür werde ich jetzt extra eine Tabelle anfertigen. Jetzt muss ich kurz den Namen aufschreiben: Fuckface Ecto. Und yeah. So, bevor Matt noch weiter redet, Leute, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, über was wir labern sollen, schreibt es in die Kommentare, das ist echt gern gesehen. Wir brauchen Stoff, über das wir reden können, denn wir sind ausgesaugt. Genau. Wir sind kaputt. Der mentale Druck ist zu groß geworden, vor allem nachdem die 500, die 500 Abonnentenmarke geknackt worden ist. Wir schaffen es nicht mehr. Hey. Das ist zu viel Druck auf uns. Nee, wie gesagt, es kann sein, dass vielleicht mal ein paar kommt ohne die zwei. Da habe ich dann schon jemand anderen, aber der versetzt mich immer dieser. Ja, egal. Ja. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, auch wenn es nur irgendein Rotz ist. Wir sind für alles glücklich, wenn wir was haben, sonst müssen wir wieder so ein, zwei Monate Pause machen, bis wir uns wieder was zu erzählen haben. Also, das will ja keiner. Also ich würde mal sagen, weil jetzt alles Wichtige gesagt worden ist, Kontrahent Nummer 1, aka Ecto, bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du die Regeln verstanden, wie ich sie dir vorgetragen habe? Immer gut. Cool. Patrick, hast du die Regeln verstanden? Welche Regeln? Dass Bananen gleich 5 sind. Ja, natürlich. Und Äpfel sind 3, wenn ich mich nicht irre. Ja, Bananen habe ich gesagt. Also dann, Frage Nummer 1. Zeitlimit ist nicht vorhanden. Oder doch, sagen wir mal 10 Sekunden. Also, welches Sternzeichen habe ich? Skorpion. Nee. Also Ecto hat Skorpion. Keine Ahnung. Skorpion, warte. Okay. Warte, Jungfrau. Falsch, beide falsch, 0 Punkte. Es ist der Steinbock. Ich habe sogar mein Geburtsdatum geändert in Skype für notfalls. Woher soll man sowas wissen? Das war auch nur ein Scherz. Jetzt kommt die nächste Frage. Diese kommt jetzt aus dem Computerbereich. Aha. Die heißt, für was steht die Abkürzung RAM? R-A-M. Read Active Memory. Das ist leider falsch. Nein! Fünf, vier, drei, zwei, das muss ich überlegen. Aus, es ist der Random Access Memory. Ja, ist ja fast das gleiche. Ja, pff. Ja, falsch trotzdem. Also, steht erstmal noch 0-0. Also, nächste Frage. Oh, Matt ist gewachsen. Oh ja, da wächst er. Die nächste Frage ist aus dem prominenten Bereich, und zwar Sport. Michael Schumacher, wir kennen ihn alle, er war in den Medien oft. Aber wie viele Titel hat er denn geholt insgesamt? Pat, dein Tipp? Ich sag auch 7. Das ist ein Punkt für jeden von euch. Das sind 7. Cheater! Der hatte keine Ahnung. Dafür hattest du. Oder Pat, nein, wir machen das wie folgt. Weil der Erste, der sagt, ich glaube, das machen wir so am besten. Ich würde leider ist dieses Konzept noch nicht durchgehabt, Pat, du kriegst halt. Nee, das Konzept war noch nicht richtig. Wir machen es ab jetzt so. Ja, dann lassen wir halt den Punkt noch gelten. Verzeihung, es tut mir leid, Ecto. Die nächste Frage wird mit Antwortoptionen geben. Ich werde sie jetzt vorlesen. Es ist eine aus der Naturwissenschaft. Warum weht der Wind bei starker Sonneneinstrahlung vom Meer zum Land hin? Antwortmöglichkeit Nummer 1.
Da Wasser eine höhere Wärmekapazität als Landmasse besitzt, erwärmt sich die Landmasse schneller. Die erwärmte Luft über dem Land steigt auf, dadurch wird Luft vom Meer zum Land gesaugt. Zweitens, Sonneneinstrahlung und Wind haben nichts miteinander zu tun, es ist Unsinn. Drittens, über dem Meer bilden sich Wolken aus Wasserdampf, diese schirmen den Sonnenwind ab, der damit nur über dem Land wirksam ist. Vierte Antwortmöglichkeit. Neptun, der Meeresgott, wird durch die Sonneneinstrahlung munter und fängt an zu blasen. Vier. Fünf, Wasser erwärmt sich schneller als die Landmasse, durch die Ausdehnung der Luft über dem Wasser kommt es zur Windbewegung. Fünf. Nee, ich sag eins, dass das mit der Landmasse eigentlich am... Also Ecto sagt fünf, Pat sagt eins, ja. Das wäre ein Punkt für Pat. Ja, weil das, das logische klingt, wenn sich die Landmasse schneller erwärmt. Ich hätte aber auch einen Sympathiepunkt für die Nummer 4 gegeben. Das ist jetzt eine medizinische Frage. Wenn Blut aus der Lungenvene fließt, in welche Kammer fließt sie? In die rechte Herzkammer. In die rechte? Nee, in die linke. Das wird jetzt so eingeloggt. Rechte Herzkammer, sagt der Ecto. Ja, ich sag linke. Keine Ahnung. Ihr seid beide falsch. Die richtige Antwort wäre die linke Vorkammer gewesen. Oh. Andere Frage, ist das anders? Da kommt der Medizin aus, Matt. Nee, ich habe jetzt halt versucht, aus allen Gebieten was zu nehmen. Jetzt kommt noch eine schöne Frage aus der Medizinecke. Wie viele Knochen hat man im Normalfall als Mensch? 200. Googelt der etwa? Nein. Was? Wie viel? Ich sag mal 237. Es sind 4.839.000,4. Boah, also Pat, da bist du aber so knapp vorbeigeschraubt. Also die richtige Antwort wäre 212 Knochen gewesen. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen das doch auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen, ich meine. Natürlich, jetzt geht's noch weiter. Welches Land in der EU hat die meisten Einwohner? Ist das A. England, B. Frankreich, C. Deutschland? Frankreich. Der Kevin sagt Frankreich. Der Pat sagt, du hast noch 3. Ich sag Deutschland. Einfach so. Das wäre ein Punkt für Pat. Das steht 3-1 für Pat. Fuck! Es heißt doch, Deutschland stirbt aus. Es sterben mehr Leute als geboren. Ja, das ist ja egal. Das sind immer noch die meisten. Ja, aber das ist ja egal. Wir haben ja so viele Einwanderer und so weiter. Deswegen, die zählen ja auch zu Deutschland. Nein. Ja. Das ist das. Das hat auch diese Bewegung ein bisschen aufgehalten. So, nächste Frage. Es geht um Essen. Ihr kennt bestimmt natürlich die japanische Küche. Ja. Ja. Wie nennt man Gerichte, die aus Meeresfrüchten oder Fisch gemacht werden, aber keinen Reis enthalten? Ist das A. Miso, B. Sushi, C. Sashimi oder D. Banane? Sashimi. Sashimi. Hätte ich auch gesagt. Ich habe übrigens eine Note bekommen, Wolle in schöne Farben färben und Kleider daraus machen, um so zu den Anfängen zurückzukehren. Dann sage ich die erste Antwort. Die da wäre welche? Ich habe sie vergessen. Ich sag euch nochmal die Antwortmöglichkeiten. Sashimi, Sushi, Miso oder Banane? Es ist Sashimi. Ich wollte nur was anderes sagen. Ich sage, das ist mit M. Ich hab den Miso. Genau. Das ist leider falsch, Pat kriegt noch einen Punkt. Scheiße. Mit Reis wäre es Sushi. Richtig. Miso ist eine aus Bohnen gemachte Soße. Es gibt die Miso. Es gibt die Miso-Suppe zum Beispiel. Nächster Bereich wäre der Sport. Wie nennt man das weltweit bekannte Rugby-Team von Neuseeland? Die haben einen besonderen Spitznamen. Ihr habt 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Unkrautvernichter. Die Unkrautvernichter, das kommt nicht so. Ecto? Die Elche. Die Elche, falsch, das sind die All Blacks. Ja, klingt doch fast wie Unkrautvernichter. Ohne Witz, wieso geht mein scheiß Peak von Drecksau oder City schon wieder runter? Ich bekomm Mausraster, du scheiß Aufnahmeprogramm. So, jetzt geht's weiter. Also, die nächste wäre eine historische Frage. Caesar, als großer Imperator Roms, wurde ja erdolcht. Mhm. Seine letzten Worte waren: Auch du, mein Sohn Brutus. In welcher Sprache sagte er diese Worte? Latein hätte ich jetzt gesagt.
Latein sagst du? Das wäre natürlich sinnvoll, ich meine, das war Rom. Was sagst du, Ecto? Britannisch. Britannisch? Ihr seid beide falsch. Die richtige Antwort wäre Griechisch gewesen. Der konnte Griechisch? Ja, er konnte Griechisch. Okay. Jetzt kommt die nächste Frage. Diese ist wieder ein bisschen naturwissenschaftlich. Wenn jemand in der Lava in die Lava treten würde, würde er versinken? Würde er da darauf treiben? Wäre er sofort zerschmelzen? Oder was würde passieren mit dem Körper? Also, aus dem Film kennt man ja, dass wenn jemand in Lava fällt, er versinkt und qualvoll stirbt. Mhm. Würde ich aber sagen, ist falsch. Ich würde denken, er steht drauf, da Lava ja flüssiger Stein ist und Stein immer noch eine gewisse Dichte hat, auf der du stehen kannst, hätte ich jetzt gesagt. Okay, Ecto, deine Antwort? Versinkt der, verbrennt der sofort und ist weg? Also in RTL 2 habe ich gelernt, dass da war eine Oma, die hat ein Auto durch die Lava geschoben. Aha. Also ich denke mal, da passiert überhaupt gar nichts, weil RTL 2 lügt nicht. Eine wunderschöne Antwort, der Punkt geht leider an Pat. Du würdest darauf treiben, weil die Dichte zu hoch wäre. Du könntest nicht darin versinken. Boah, also, ich bin so ein Tier. Also scheiße Ecto, ich muss jetzt eins sagen, es steht 1-5 für Pat bereits. Ja, aber bei der Aussage, ne, das habe ich schon gefragt. Ja. Also, das nächste ist auch wieder naturwissenschaftlich. Es geht aber um den Planeten. Was denkt ihr, wie verhält sich die Erde gewichtstechnisch? Wird die schwerer, schwankt die hin und her oder wird die leichter? Mann. Was? Wird die leichter, wird die schwerer oder schwankt die einfach immer hin und her? Wird die manchmal schwerer, leichter? Ihr habt 5. Ist sie wird immer schwerer. 3, 2, 1. Hast du Kevin, deine Antwort? Ich hab sie nicht gehört. Ja, schwerer. Ihr seid beide falsch. Sie echt? Wird leichter. Echt? Sie wird leichter. Cool. Bei 0,0001 oder sowas. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ja gedacht, dass das immer mehr... leichter als Helium. Alter. Aura City, I hate you so much. Wieso regelst du da runter? Nein, aus. Pfui. So, bleib da. Bleib da, aus. Pfui. So. Nee, ich wollte sagen, ich habe es mir halt einfach gedacht, weil ehrlich immer mehr Menschen... auf die Welt kommen und die ja auch ein Gewicht haben, also das... Wo soll denn deren Masse kommt ja aus Erzeugnissen und sowas, aus der Erde selbst, deswegen... Ah, das ergibt ja auch Sinn. Warum es schwerer werden könnte, wäre zum Beispiel Meteoritenhagel, den haben wir aber nicht so oft, oder... Aber du darfst auch zum Beispiel nicht vergessen, wir schießen auch Zeug ins All, deswegen könnte es zum Beispiel ausgeglichen sein. Mhm. Aber naturwissenschaftlich, es wird leichter. Okay. Ja, Leute, in diesem Part lernt ihr sogar was, also, wow. So, nächste Frage. Die kommt aus dem Kulturellen, wenn man so will. Mhm. Welche ist keine Amtssprache in Belgien? Ist das A. Niederländisch? Ist das B. Französisch? Ist das C. Belgisch? Oder ist das Deutsch? Was ist keine Amtssprache in Belgien? Deutsch. Ecto sagt Deutsch, was sagt der Pat? Nee, Deutsch ist, glaube ich, dabei. Nochmal die Fragen. Die Antworten. Die Antworten meine ich. Ja. Niederländisch, ja. Deutsch, Belgisch, Französisch. In Belgien? Ja. Es ist Belgisch. Boah, look at that fucking brain. Es ist richtig, Belgisch ist keine Amtssprache. Klingt komisch, ist aber so. Es ist so. Jetzt kommt was Politisches. Wie viele chinesische Staaten gibt es? Chinesische Staaten. Chinesische Staaten. Ich sag ein. Ein sagt der Bat, wie viel sagt der Ecto? 56.000, das ist leider falsch. Die Antwort wäre 2 gewesen. Oh komm. Mit Staaten meine ich anerkannte Staaten. Es gibt die Republik China. Mhm. Das ist auch bekannt als Taiwan und es gibt den kommunistischen Staat China, den wir alle kennen. Oh, die Insel Taiwan ist auch als die Republik China bekannt, die demokratische Version, wenn du so willst. Oh, das ist doch zum Mäusemelken. Jetzt kommt wieder was aus dem Sprachwissenschaftlichen. Was bedeutet das Wort Advent?
Advent. Ja, ihr habt 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waffeleisen. Was? Waffeleisen. Waffeleisen, was sagt der Kevin? Ich hab keine Ahnung. Kerzen, brennende Kerzen. Es ist alles falsch, es wäre Ankunft gewesen. Ja, schreibt man doch wie Waffeleisen, nur mit anderen Buchstaben. Ja. Hab diesen Punkt abgezogen. Also wir sind jetzt wieder zurück zum alten Stand von 5:1, weil Martin verloren hat. Nein! Das sind Fragen, die ich überall rausgesucht habe. Jetzt kommt ohne die nächste Frage aus dem Griechischen. Was oder wie nennt man die Kombination zwischen Mensch und Pferd? Minotaurus. Der Pat sagt Minotaurus? Na? Ja, was sagt der Kevin? Du hast die Antwort. Zentaure. Das ist ein Punkt für den Kevin, es ist echt? Der Zentaurus. Ja, der Minotaurus ist ja der Stier. Ist der Stier. Ja, ja. Ja, ich Hey, Aufholjagd, Junge, Aufholjagd. Oh, yes, jetzt steht schon 2:6. Nee, 5, ich gebe jetzt einen Punktabzug. Nein. Ich bin schon mal besser als Brasilien. Wieder was aus dem Sprachbereich. Dieses Mal ist es aber ein bisschen freundlicher. Das Wort SMS, für was steht das? 5, 4. Short Messaging Service. Short Message Service heißt es, ja. Aber das hat Ecto zuerst gesagt und deswegen geht der Punkt auch an Ecto. Oh ja, yes, jetzt wird aber richtig hart hier. Jetzt steht schon 3:6. Jetzt kommt ein Teil. Der ist schon wieder ein bisschen mit Ernährung und sowas verbunden. Der wäre, wie viel Gramm oder nein, wie viele Kalorien haben 100 Gramm Zucker? Sind das 500, 600, 700 oder 400? Nochmal, 100 Gramm Zucker haben, wie viele Kalorien? Mhm. 500, 600, 700 oder 400? 700. Nee, ich sag 400. Pat kriegt einen Punkt, das sind 400 Kalorien. So, weiter geht's. Das ist der Essensfall, der Patrick, aber, ne? Nein, ich habe einfach geraten, ich wusste selbst nicht, aber wenn schon 400 da ist, dann denkt man, ja, das muss 700 sein, das Größte, aber meistens ist es dann über das Kleinste. So, das nächste kommt auch wieder aus dem Ernährungsbereich. Wie viele Oliven braucht man, also wie viele Kilo braucht man, um 1 Kilo oder 1 Liter Olivenöl herzustellen? Wie viele Kilo? Nee, so viel nicht. Wie viele Kilo für 1 Liter Olivenöl? Ich sag 50 Kilo. 50 Kilo Patt, wie viel sagt Ecto? 95, ihr seid beide komplett daneben, es sind 5 Kilogramm. Echt? Ja. Respekt. Ja, okay, die Masse macht's. Ja, hätte ich mir auch gedacht. Das heißt ja eigentlich immer, man muss voll pressen. Man braucht immer viel. Das nächste ist auch wieder was Schönes. Es hat was mit Fasching zu tun. Während der Faschingszeit werden Berliner oder auch Krapfen genannt ausgeteilt. Mit was werden die teilweise befüllt? Mit Marmelade, Pudding. Aber der Pat sagt Marmelade. Ja. Sagt der Ecto. Falsch, ihr seid beide daneben. Das wäre Senf. Was? Zur Faschingszeit verarschten sich Menschen mit Krapfen, die mit Senf gefüllt sind. Hey, das ist was? Alter. Ist so. Ernsthaft? Ich hasse what the fuck? Da kann ich jetzt auch nichts für. Also so. Das hätte ich nicht erwartet. Das nächste ist aus der Schifffahrt. Ihr merkt, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben bei der ganzen Fragesache. Ja, erstmal Respekt an dich, Matt. Also, die nächste Frage wäre, was ist ein Feuerschiff in der Schifffahrt? Für was wird das benötigt? Ist das A, ein Teil zum Lotsen? Also eine Einlotshilfe? Ist das ein Schiff, das Feuer löscht? Oder ist das eine Navigationshilfe? Ich sage ein Schiff, das Feuer löscht. Das was war das erst nochmal? Eine Einlot- oder eine Lotshilfe. Eine Lotshilfe? Ja. Ja, du weißt doch, was Lotsen ist. Die dritte war's jetzt auf Antwort. 3, 2. Ich sag die dritte. Navigation. Dritte?
oder was? Die Navigationshilfe? Genau. Hector, du kriegst einen Punkt. Ja. Yes! Ein Feuerschiff ist eine Navigationshilfe. Eine Nagi-Nagi-Nag. So, weiter geht's mit einer weiteren Amtssprache. In Südafrika spricht man Afrikaans. Von welcher Sprache stammt diese ab? Aus dem nativen, schamanistischen, afrikanischen Sprachbereich? Aus dem indianischen? Aus dem aztekischen? Oder von dem holländischen? Aztekisch. Ich sag vom holländischen. Pat kriegt einen Punkt, es ist das alte, mittelalterliche holländische. Ey, das ist so krass, ey. Du cheatest doch. Ja, ich google nebenbei, ne? Ja, aber er hat zu schnell geantwortet, also ich... Die Erklärung ist ganz simpel. Südafrika war eine Kolonie von den Holländern. Und es leben auch noch heute dort die sogenannten Boeren. Das ist holländisch für Bauern. Und das sind, die haben ihre Sprache mitgebracht. Und weil die sich dort eingebürgert haben oder eingelebt haben, haben die sich dann selber auch die Afrikaans genannt mit Doppel-A. Und deren Sprache ist dann eben holländisch. Alte, altertümliche holländische Sprachversion. Ohne Witz, ich lerne den Part sogar, das macht mir Angst. So, das nächste ist aus der Literatur und ich erwarte eigentlich keinem von euch beiden, das zu wissen. Es gibt aus dem deutschen Sprachgebrauch den Satz, das ist des Pudels Kern. Aus welchem Werk stammt dies? 5. Ich sag aus Faust. Pat sagt Faust, Hector sagt? Shakespeare. Shakespeare? Also aus dem deutschen Sprachgebrauch. Egal. Deine Antwort ist schon mal falsch, es wäre Goethes Faust gewesen. Das Pudels Kern. Wow, ey, das heißt nicht am Punkt. What the fuck? Ey, das Patrick, es war Faust, ey. Es war Faust. Die Erklärung ist ganz simpel. Das Pudels Kern heißt ja eigentlich auch ins Normaldeutsche oder ins heutige Deutsch übersetzt. Das ist die Tatsache oder das ist die Wahrheit darin. Die kommt daher, weil Faust... von Mephisto, dem sozusagen dem Bösen, dem Antagonisten der Geschichte verfolgt worden ist. Und weil Mephisto sich in Tieren versteckt hat und sich einmal in einem Pudel versteckt hat. Das Pudels Kern war Mephisto. Mephisto hat sich in einem Pudel versteckt. Daher kommt diese Geschichte. Patrick ist so ein Lacker. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt müssen wir kurz gucken. Es steht zurzeit 4 zu 2, 4, 6, 8, 9. 4 zu 9 für Pat. So. Wie viele Fragen haben wir noch? Es sind noch ein paar. Okay, die müssen wir aber dann wahrscheinlich im nächsten Part weitermachen. Natürlich, das können wir dann so zu Ende machen. Aber jetzt kommt erstmal was aus dem Kulinarischen wieder. Mhm. Welches Tier wurde für den falschen Hasen gehalten? Hab ich schon mal irgendwo gehört. 3, 2, 1, 0. Ende Tipps. Kevin? Ich hab's noch mal irgendwo gehört, aber ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Rat mit irgendeinem Tier. Ihr müsst ein Tier nennen. Fuchs. Nee. Was sagst du, Pat? Pat, los, ich sag schnell. Pute. Pute, falsch, es wäre die Katze gewesen. Echt? Ich hab's schon mal irgendwo Metzger gehört, haben, ey. Erklärung, ganz simpel. Metzger haben früher, wenn sie in ihren Schaufenstern was hatten, haben sie zum Beispiel den Katzen Pfoten, den Kopf abgeschlagen und den Schwanz. Dann sah der Körper aus wie die von einem Hasen. Deswegen falscher Hase. Heutzutage ist falscher Hase bei uns ein Hackbraten. Aber früher hat man halt das abschlagen können, das sah aus wie ein Hase. Man konnte es nicht unterscheiden zwischen Hase oder Katze. Deswegen falscher Hase. What the fuck? Ihr Metzger, was ist euch falsch mit euch? Das war früher einfach so, dass man ein bisschen mehr Absatz hat. Welcher Koch ist der, sozusagen der Begründer der modernen Kochsendungen, wie wir sie heutzutage kennen? Hast du da irgendwie... Jamie Oliver. Nee. Hector sagt Jamie Oliver, sagst du, Pat? Boah, es war nicht Jamie Oliver, das war, keine Ahnung, Detlef von und zu hinten. Also Detlef von und zu hinten, das ist leider falsch. Die richtige Antwort hat Hector geliefert, das war Jamie Echt? Oliver. Ja. Das ist wirklich Jamie Oliver, cool. Also als ich noch klein war, habe ich immer Jamie Oliver geguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch immer geguckt, auf RTL 2 damals. Oh, genau, ja, das war eigentlich so die erste Kochsendung, die irgendwo lief. Deshalb dachte ich jetzt einfach mal... Ja, das war auch richtig. Vor allen Dingen, der hat's halt auch immer schön gemacht, der ist einfach so mit dem Pack, oh, und da und da und oh, und wie das duftet und oh. Und selbst zu dem habe ich jetzt noch was. Wusstet ihr, dass Jamie Oliver vor kurzem in ziemliche Probleme geraten ist, weil seine Edelmetzgerei und Edelrestaurant
Hygieneprobleme haben. Das ist alles absolut versifft und die mussten die Küche schließen, weil eben verseucht und scheiße. Was? Da haben angeblich Rattenkoten-ähnliches gefunden. Und der nächste Schock für Jamie Oliver ist zum Beispiel, dass sein Essen gar nicht so gesund ist, wie er sich immer erhofft hat. Studien haben bewiesen, dass sein Zeug wahrscheinlich noch fetter macht als irgendwie das Instant-Zeug, was er versucht hat, aus den Schulen abzuschaffen. Das ist natürlich bitter. Ja, du hast noch kurz Zeit. Ich muss den überziehen. Ich muss nämlich noch eine Blume suchen, damit das Blumenfest steigen kann. Natürlich. Eine der nächsten Fragen ist wieder eine naturwissenschaftliche. Die wäre, was ist die Anomalie des Wassers? Die Anomalie des Wassers? Ja. Wenn es einfriert, wird es, dehnt es sich aus. Dann zieht es sich nicht zusammen. Also sagst du, dass die Fläche beim Einfrieren größer wird? Ja. Entweder das oder dass es das Licht bricht. Dass das Licht bricht, sagst du. Ihr seid beide falsch. Die Antwort ist simpel. Dass Wasser eine höhere Dichte hat bei 4 Grad als 0 Grad. Deswegen ist ja auch unter der Eisdecke immer noch flüssig. Es hat eine höhere Dichte, deswegen kann nicht alles einfrieren. Deswegen können zum Beispiel Fische im Winter überleben. Das ja, ist aber trotzdem waren die Antworten so vom Licht. Warte, ihr habt schon die Idee gehabt, aber auch andere Flüssigkeiten brechen das Licht zum Beispiel. Ja, aber das war schon mal ein guter Versuch, muss ich sagen. Jetzt kommt mal ein bisschen was leichtere Kost. Und das wäre zum Beispiel, wen jagt der Poltergeist am liebsten? Sind das A, Frauen, B, Rentner, C, Jugendliche oder D, Säufer? Frauen. Ich sag alte Rentner. Es ist beides falsch, das sind die Jugendlichen. What? Weil die ihr Zimmer immer verdrecken oder was? Weil da viel zu viel Zeug rumfliegt. Der Poltergeist lockt am liebsten Jugendliche an, deswegen sind ja auch in Horrorfilmen zum Beispiel immer ganz oft Jugendliche dabei. Ja. Weiter? Ganz simple Frage, jetzt hoffe ich mal, dass ihr sie wisst. Wie heißt das Gegenstück zu Dr. Shekel? Dr. wer? Dr. Shekel. Dr. wer? Dr. Shekel? Ihr habt noch 5. Das Gegenstück 4. von Dr. Shekel, Dr. Meckel. Nein. Shekel. Ecto falsch, Pass weiter. Antwort war es 3. Dr. Baum. Dr. Baum, falsch. Es wäre Shekel und Hyde. Mr. Hyde und Dr. Shekel. Das ist wieder aus deinem Land da, Hinterland. Da. Das hat er bestimmt aus seinem geheimen Pornokeller rausgezogen. Eine sehr bekannte Geschichte. Dr. Shekel und Mr. Hyde ist aus einem alten, sozusagen Horrorroman. Dr. Shekel war ein angesehener, lieber Mann. Der hat dann aber einen Trank versehentlich gebraut, der das absolut Böse rausgebracht hat. Das war Mr. Hyde, der ein Mörder war. Er hat diesen Trank getrunken, dann hat er sich immer verwandelt zwischen Shekel und Hyde, das Gute und das Böse. Hyde hat Leute ermordet und Shekel war ein Arzt. Das ist eine ganz bekannte Geschichte eigentlich. Ich hätte gedacht, ihr wisst das. Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Matt, das war's jetzt mit den Fragen für den Part. Ich muss da wirklich... Da muss man sagen, Ecto, da müssen wir loben, also, ja. Also, ernsthaft, Respekt. Das ist echt schlimm. Respekt. Das könnte. Echt schlimm. Ja, nee, dass es sich wirklich solche Mühe für das EP gibt, damit wir was aufnehmen können, damit ihr Leute Content habt jetzt zum Schauen. Abonniert doch endlich meinen Kanal! Gib mal Geld! Das ist echt schlimm. Wie viele Fragen hast du jetzt noch? Ich hab nur noch 2, 3. Ich hab also keine realistische Chance mehr. Doch, wir werden noch ein paar Antworten. Ich werde noch ein paar Fragen suchen, werden wir den nächsten Part anfangen. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part jetzt. Und im nächsten Part gibt's dann in Anführungsstrichen das Finale von dem Quiz. Und ja. Morgen regnet's wieder, okay. Gucken wir noch auf den Kalender. 23. ist das Blumenfest, da ist das Kuhfest, das passt. Die Kuh ist ja nicht mehr schwanger, das heißt, das werden wir auch gewinnen. Sehr gut. Und ja, das war's dann für den Part. Ich bedanke mich bei den 2 fürs Mitmachen. Und nochmal speziell bei Matt, dass es sich da wirklich Mühe gegeben hat. Dann ist extra Verlierer hier. Und ich würde es dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Harvest Moon Magic Melody. Bis dahin, ciao. Ciao.